Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Wer hier nicht zum Lesen und Genießen inspiriert wird, ist selbst schuld. Buch und Wein in der Rosenstraße in Diez bietet aktuellen Lesestoff, ausgewählte Weine und feine Naschereien für den gemütlichen Abend zu Hause. Das Ganze findet in wunderbar eingerichteten Räumlichkeiten statt. Ein Buch- und Weinladen, der richtig Spaß macht. Wir haben das Geschäft in Limburg ja schon wesentlich länger gehabt, da als reine Buchhandlung. Hatten dann schon länger überlegt, auch in Diez mal eine Buchhandlung aufzumachen. Und die Kombination mit Buch und Wein kam eigentlich damals, weil wir das in Kooperation mit einem anderen Geschäftsmann zusammen gemacht haben, der Weinhändler war. Ein umfangreiches Buchsortiment bildet die Basis dieser Geschäftsidee. Also im Prinzip haben wir ein allgemeines Sortiment. Also erstmal können wir natürlich auch alles zum nächsten Tag bestellen, wie das im Buchhandel so üblich ist. Aber hier, der Schwerpunkt ist natürlich ganz klar auf schöne Literatur, also klar Belletristik, Kinder- und Jugendbuch, ein bisschen schöne, ausgefallene bibliophile Ausgaben, dann haben wir natürlich Reiseliteratur, wir haben Geschichte, Philosophie und natürlich auch Kochbuch, weil das bietet sich ja auch an. Der Kunde kann sich darauf verlassen, dass die Weine ebenfalls sehr sorgfältig ausgewählt werden. Genau, wir haben also deutsche Weine, da haben wir, ziehen wir direkt bei den Winzern, haben wir unsere Hauptwinzer, liegen in der Pfalz und in Rheinhessen. Das sind unsere Hauptweingüter, von denen wir in Deutschland beziehen. Internationale Weine beziehen wir über Händler, nicht direkt von Winzern. Da haben wir einen Schwerpunkt auf italienischen Weinen. Wir haben aber auch französische und spanische. Überseeweine führen wir nicht. Grundsätzlich betreiben die Schäfers den Laden in allen Belangen gemeinsam. Also gibt es auch sicherlich mal die ein oder andere gemeinsame Weinprobe. Natürlich testen wir Sachen und können die dann auch eventuell mit installieren. Wir haben aber auch feste Partner, also Winzer, von denen wir also schon seit Anfang an auch beziehen, mit denen wir gute Zusammenarbeit haben. Buch und Wein kann sich seit Jahren auf eine treue Stammkundschaft verlassen. Also eigentlich suche ich nicht speziell, ich finde immer direkt. Oft gucke ich für meine Tochter, sie hat so Lieblingsbücher, die kriege ich immer bei Schäfers. Und wenn ich dann schon reinkomme, sehe ich immer ganz viele mit liebevoll bestückte kleine Ecken, wo ich denke, ach, wieder was Neues. Ob das jetzt mal eine kleine Karte ist, ein schönes Büchlein, was ich zu einem Geburtstag verschenken kann, ein guter Wein oder dann halt auch eine Empfehlung von Schäfers selbst. Und da habe ich noch nie Schäf gelegen, also es war immer was Gutes mit bei. Und wo liegt die eigene Geschmacksrichtung beim Lesen? Total klassisch, verkitscht, Liebesgeschichten. Mein letztes Buch war jetzt vor Weihnachten, Hauptsache der Baum brennt. Eine ganz köstliche Komödie. Der Weihnachtsmann hat sein Christkind verloren und sucht es. Und also ich will es nicht verraten, weil das soll jeder selber lesen. Aber es ist eine Liebesgeschichte mit ganz viel Komik bei. Gut besucht sind auch die regelmäßigen Schäferstündchen. Das Thema Lesen wird dann mit Modenschau, Weinprobe, Comedy oder anderen ideenreichen Events gewürzt. Privat wie geschäftlich sind die Schäfer sehr zufrieden in Diez. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir sind ja hier, haben in Diez immer gewohnt, haben zwei Töchter, die ja hier auch zur Schule gegangen sind. Wir finden das Angebot in Diez ist also hervorragend, was auch Kinderbetreuung angeht und auch Schulen. Auch die Infrastruktur ist sehr gut. Wir haben also vielfältige Angebote und wir merken das auch, dass viele Menschen hierher ziehen und das auch zu schätzen wissen, dass man eben auch relativ breite, gerade mit den Schulen, verschiedene Schulformen auch hat. Bei Buch und Wein kann sich der Kunde rundum wohlfühlen. Ein familiäres Miteinander prägt das Betriebsklima. Das freundliche Team und sehr ansprechende Geschäftsräume laden zum auch längeren Verweilen ein. Vielen Dank, viel Spaß mit den Büchern. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.